Willkommen zurück zu Let's Play KOTOR 2 mit dem Endgang. Ja, nach der langen Woche, die mir jetzt hier das Aufnehmen erschwert hat, ich habe mir mehrere Vorabi-Klausuren geschrieben, die mir ziemlich viel Zeit geraubt haben, geht es jetzt weiter mit KOTOR 2. Ich wette, ihr habt das schon vermisst. Oh ja, ich auch. Oder auch nicht. Naja, mal gucken. Wir wollen jetzt erstmal hier nochmal, bevor wir von Nasha da abhauen, mit Fogger reden, denn mit dem haben wir noch ein paar Geschäfte zu regeln. Jo. Ist klar, Vetter? Ja, gut ist nicht hier, aber macht euch keine Sorgen, er wird euch nicht mehr belästigen. Erst lobt er uns und dann will er uns weghaben. Ha, so ein Arsch. Haben wir jetzt nichts mehr zu bekommen? Nichts mehr, oder? Vergesst es, ich gehe dann jetzt. Ja, schade. Ich dachte, wir würden noch irgendwie Preis kriegen oder sowas. Naja, dann müssen wir mal zur Citadel Station auf Telos fliegen und dort mal eben Bescheid sagen, ja, wir haben ja noch einen Lieferanten für Treibstoff und sowas, mal gucken. Obwohl er uns jetzt ja nicht gesagt hat, was für ein Angebot er denen macht, aber egal. Ja, dann schalte ich hier und dann sehen wir uns auf dem Schiff wieder. Bis gleich. Ah, HK-47. Es erstaunt mich, dass du noch existierst. Zumal inzwischen die anderen Generationen aktiviert werden. Erkundigung. Was wollen Sie, Ihre Fettheit? Wie ich sehe, hat deine kürzlich erfolgte Remontage deinen Verhaltenskern nicht verändert. Und deine Einstellung auch nicht. Aussage. Falls ich in Zukunft eine ähnliche Diagnose benötigen sollte, wende ich mich an einen Iridonianer. Oh, das glaube ich nicht. Vorher muss noch viel erledigt werden. Erkundigung. Hatten wir bereits das zweifelhafte Vergnügen? An jemanden Ihres Umfangs müsste ich mich doch erinnern. Oh ja, wir kennen uns. Und ich bin noch nicht fertig. Natürlich, es wäre mir eine Ehre. Meditationsneid? Warum setzt du dich nicht auf eine Rakete? Ganz ruhig. Wo liegt das Problem? Ich will nicht darüber reden. Okay. Weißt du, Edden, manchmal ist es kein Wunder, dass du dich selbst nicht verstehst. So wie du dir ständig in die eigene Tasche lügst. Ich habe schon viele Leute gejagt, aber ich habe noch niemanden getroffen, der einen derart ausgeprägten Fluchtinstinkt hatte. Ich ahne warum, aber ich bin mir noch nicht sicher. Das wird aber nicht mehr lange dauern. Mein Rat? Spuck's aus, bevor ich es rausfinde. Dieser Kerl. Ich traue ihm nicht. Ich schon. Ich denke, er ist in Ordnung. Er sieht aus, als hätte er zu viele Holowitz gesehen. Oder gelehrt. Ja, du hast recht. Er ist langweilig. Ja, und dadurch steht er ein paar Stufen über dir. Was soll das denn heißen? Ich bin nicht langweilig. Nein, du bist ein zwielichtiger, lügender Idiot, der dazu neigt, sich wegen jeder Kleinigkeit zu beschweren und auch in Stresssituationen nichts auf die Reihe kriegt. Aber wenn er auf Nar Shaddaa landet, wird er zu Tode geprügelt. Freut mich zu hören. Ich dachte schon, ich hätte Konkurrenz. Oh, Konkurrenz ist das falsche Wort. Ich meine, du bist ein Idiot, Edden. Und du duschst zu selten. Außerdem spielst du Taschenbillard, wenn du denkst, dass dir niemand zusieht. Aber keine Sorge, du bist immer noch besser als die meisten anderen Leute, die ich auf Nar Shaddaa getroffen habe. Danke. Und hör auf, sie zu beobachten. Sie hat genug Probleme. Warum seid ihr hier? Weil ich es ihr gesagt habe. Alles. Ah, und jetzt seid ihr frei? Ja, jetzt ist Schluss mit euren Drohungen und Bitten. Wir beide sind fertig miteinander. Dachtet ihr wirklich, ich hätte euch festgehalten? Ihr seid törichter, als ich dachte. Ihr selbst habt euch festgehalten. Und ich werde euch zeigen, warum. Einst packte ich die Galaxis an der Kehle, so wie ihr sie an der Kehle gepackt hattet und sie langsam habt sterben lassen. Ihr fürchtet die Gefühle, die ihr in diesem Moment hattet.
Ich war mächtiger, als ihr euch vorstellen könnt. Alle Möglichkeiten standen mir offen. Breiteten sich nach außen aus, berührten alles andere. Ich sah alles. Alles, was die Macht ausmacht. Aber erst als sie mir entrissen wurde, sah ich sie wirklich. Und ich weiß, was in euch begraben liegt. Was ihr durch eure verzweifelten Gedanken verbergt. Eure Schuld. Eure Gelüste. Ich kann diesen Teil von euch jederzeit wachrütteln. Der menschliche Verstand ist einfach strukturiert. Verspürt er einmal eine starke Regung, brennt sie sich in sein Gedächtnis ein. In das Unterbewusstsein. Soll ich ihn euch zeigen? Diesen Teil von euch, der begierig war, Jedi zu töten? Der Freude daran hatte? Oder wollt ihr weiterhin auf meinen Rat hören? Dann könnte ich eure erbärmlichen Versuche, eure Freiheit zu gewinnen, nämlich ignorieren. Lasst mich jetzt allein, Mörder! Leuten wie euch habe ich nichts zu sagen. Claire ist immer noch total beknackt, wie sie einfach manipulativ hier Etten versucht zu beeinflussen. Ey, so eine beknackte Olle. Und was hat Goto denn mit HK am Hut, ne? Das ist sehr interessant. Ich glaube, wir gehen aber erstmal mit Baodur. Ja, General. Ja, General. Wir können immer noch nicht mit dem reden. Was soll denn der Scheiß? Ah ja, was kann man denn sonst noch mit HK bereden? Tja. Erkundigung. Soll ich jemanden für Sie töten, Meister? Immer. HK, weißt du, was Liebe ist? Haben wir ihn das nicht schon mal gefragt? Antwort. Viele organische Fleischsäcke finden es schwer, diese Frage zu beantworten, Meister. Aber ich glaube, ich kann Ihnen eine zutreffende Definition bieten. Definition. Liebe ist, einem 120 Kilometer entfernten Ziel mit einem Aratec-Präzisionsgewehr und einem Trilight-Zielfernrohr die Kniescheiben zu zertrümmern. Ah ja, genau. Das war es ja. Das ist die beste Definition von Liebe, die ich je gehört habe. Feststellung. Diese Definition lässt sich unterschiedlich auslegen. Liebe ist eindeutig Glückssache. Nicht viele Fleischsäcke sind zu einem solchen Schuss in der Lage und unverständlicherweise würden auch nicht viele von ihnen dabei Liebe empfinden. Aber für mich bedeutet Liebe, sein Opfer zu kennen, es anzuvisieren und gemeinsam mit ihm ein einziges Ziel zu erreichen, entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Alles klar, ich habe genug gehört. So, zwei. Sehr interessante Ansichten von AK wieder mal. Jo, was können wir noch machen? Wir könnten mit den anderen Leuten hier reden, wie zum Beispiel Kreia, wo ich die lieber niederstrecken würde. Weil die einfach so, ach, falscher Raum. Weil die einfach so eine Kacke labert immer. Wie die Etten einfach gefesselt hält, indem sie ihm droht, einfach diese Gefühle hervorzubringen, womit er wieder irgendwelche Lady abschlachtet. Ziemlich pervers. Aber können wir jetzt endlich mal was von dir beibringen lassen? Laber nicht, sondern ich will mehr über den Lichtschwertkampf wissen. Das heben wir uns auf, bis wir ein Lichtschwert haben. Ich hab doch eins. Ich glaube, es hackt. Mir hat doch einer in die Kommentare geschrieben, dass ich ein Lichtschwert brauche. Ich hab doch eins. Ich hab sogar mehrere. Ich glaube, ich spinne. Hat denn jetzt Visas auch eins? Ich glaube, derjenige, der mir geschrieben hat, dass ich Lichtschwerter brauche, was ja eigentlich klar ist, da ich Lichtschwerter habe, hat auch geschrieben, dass Visas eins braucht. Und da sie ein Doppellichtschwert hat, würde ich mal vermuten, dass es vielleicht daran liegt, dass ich einfach mal so ein einfaches geben muss. Versuch, wäre es wert. Ja? Lichtschwertkampf. Das heben. Alten, ich glaube, ich kack ab. Ich möchte gerne wissen, was im... Dann möchte ich gerne wissen, was ihr mich noch lernen könnt, ja? Was treibt euch an? Die Hass auf euch. Oh, ich werde hier schon zum Sith. Scheiße. Das ganze Vardonor-Spiel macht mich schon bekloppt. Könnt ihr mir irgendwelche Lichtschwertformen lehren? Die Jedi praktizieren viele verschiedene Formen. Viele verschiedene Stile des Lichtschwertkampfes. Es ist gut, sie alle zu kennen, sich aber nicht darauf zu verlassen. Vielleicht habt ihr schon gespürt, wie mit der Zeit... Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Beherrscht ihr Ataru? Eine der Techniken, die ihr von den Meistern gelernt habt. Diese Technik ist gut gegen einen Einzelnen. Mit der... Ach, da erzählt ihr einfach nur so einen Scheiß. Das wollen wir doch gar nicht wissen. Ich möchte mehr über die Macht lernen. Gut. Was treibt euch an? Aha. Wieder nur dieselbe Scheiße hier. Ich hatte andere Fragen. Ich glaube, die kann uns nichts mehr beibringen. Kann das sein? Ich finde es eigentlich total scheiße, dass es hier wieder bei Kreia so viele Bugs gibt. Wie zum Beispiel, dass ich einfach nicht mehr lernen kann von ihr. Dreckige Olle. Wir könnten aber mal Etten nochmal hier seine geile Robe geben.
War das die hier oder war das die hier? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich gebe ihm die einfach mal. Und dann gebe ich ihm auch das eine. Ach, das habe ich gar nicht. Das ist eine Lichtschwert wieder. Das hat ja Visas jetzt immer hier. Moment. Ach, Haka, was soll denn das hier? Lass mich nochmal zu Visas weiterschalten. Ich habe wieder viel zu viele Gefährten. Da ist das Rumschalten einfach viel zu kompliziert. So, Etten kriegt auch sein wohlverdientes Lichtschwert. Wenn ich es mal finde. Lichtschwert, Lichtschwert. Ach, da. Sein kurzes Lichtschwert. Oh Mann. Fühlt sich wahrscheinlich total verarscht. So, wir können mal mit Mira reden. Mit der haben wir noch gar nicht geredet, außer natürlich auf Nasha da. Oh, hey. Kann ich dich etwas fragen? Stimmt etwas nicht? Dein Gesicht? Du... Naja, du leuchtest so. Ich meine, du leuchtest nicht, aber du bist so ruhig. Friedlich. Mehr als friedlich. Du hast doch nicht etwas Beiß gekaut, oder? Hallo? Wenn man mit der Macht verbunden ist, ist das für andere sichtbar. Oh, ja, es ist nicht zu übersehen. Als ob du an eine Energiekopplung angeschlossen wärst. Merkwürdig. Nicht auf schlechte Weise merkwürdig, einfach merkwürdig. Ich dachte schon, du und der Jünger, aber es ist nur die Macht. Das Leuchten kommt nicht daher, es kommt von der Macht. Schon kapiert. Wollte nur sicher gehen. Ich wollte euch etwas fragen. Nee, ich hatte gehofft, wir könnten uns unterhalten. Unterhalten? Worüber? Versteht ihr... Was ist das denn für eine geile Frage? Versteht ihr die Männer? Ach, ich verstehe sie ja so nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt hier sagen soll. Sicher, das ist leicht. Darum ziehe ich mich so an. Wenn sie einen prüfend ansehen, kann man ihnen normalerweise eins über den Schädel ziehen oder sie mit einem Aufwärtshaken umhauen. Ah. Bei euch hört sich das leicht an. Es ist ganz einfach. Wenn man einen Mann will, sticht man ihn zuerst mit einem botanischen Betäubungsstab. Und während er dann vor Schmerzen schreit, legt man ihm die Betäubungsfesseln an. Dann lässt man ihn 2 oder 3 Tage hungern, bis er zur Vernunft kommt, überprüft noch einmal das Kopfgeld und sieht nach, ob er etwas wert ist. Und dann sieht sie erst nach, ob er überhaupt auf der Kopfgeldliste steht. Das klingt eher nach einer Jagd. Nenn es, wie du willst. Ich liebe meine Ziele. Ach so, ja, sehr komisch. Gut, dass ich hier eine Frau spiele. Frag schon. Ihr scheint unruhig zu sein. Die ganze Reiserei, auf diesem Schiff gefangen zu sein. Es ist alles so ruhig. Genießt es. Bald ist die Ruhe... Nee. Ich glaube, ich frage sie erstmal, was sie meint. Zu ruhig? Ich würde lieber irgendwas tun. Irgendwo, wo es Leute gibt. Action. Ein bisschen Leben. Wie auf Nasha da? Ja, ich war ziemlich lange auf dem Planeten. Ich habe mich wohl dran gewöhnt. Wie das? Naja, Nasha Da ist vermutlich eines der größten Drecklöcher der Galaxis, aber wenigstens spürt man hier das Leben. Außerirdische, Menschen, Flüchtlinge. Laut, aber entspannend. Wie das Summen eines Hyperantriebs. Ja, das kann ich verstehen. Wenn man sich an sowas gewöhnt hat, dann ist es schwer, ohne das zu leben. Kreia hat mir einmal beigebracht, Nasha Da zuzuhören, dass alles Leben dort verbunden ist, aneinander gefesselt. Naja, so weit würde ich nicht gehen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Vielleicht zeige ich es euch eines Tages. Nein, danke. Behalte deine Jedi-Ausbildung für dich. Ich kenne Nasha Da schon besser, als du es jemals kennen wirst. Ach so, vergesst es einfach. Ich wollte euch etwas fragen. Schieß los. Heftig, dass sie einfach so beknackt darauf reagiert, wenn ich ihr anbiete, der Macht zuzuhören. Erzählt mir von Han Ha. Han Ha ist nur Kopfgeldjäger, weil die Bezeichnung noch am ehesten zu ihm passt. Ihm geht es nicht ums Geld. Bei ihm ist das Ganze etwas brutaler. Ihm geht es offensichtlich darum, die ganze Galaxis leiden zu lassen. Jedes einzelne Lebewesen. Er will sie brechen, sie ruinieren. Und wenn sie nicht mehr leiden können, tötet er sie. Was ist zwischen euch dann... Was ist dann zwischen euch und Han Ha vorgefallen? Der größte Fehler meines Lebens war, ihn nicht zu töten, als ich die Chance dazu hatte. Wie meint ihr das? Das ist eine lange Geschichte und ich möchte sie nicht erzählen. Vielleicht ein anderes Mal. Ah, okay. Dann vergesst es. Alles klar. Gewonnener Einfluss Mira, finde ich gut. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit mit ihr labern, aber mit Goto werden wir nochmal ein Pläuschen halten. Goto. Ja? Ihr seid gekommen, um mir ein Angebot zu machen?
Dr. Ball. Ja, wenn man bedenkt, dass ich euch gerettet habe, müsstet ihr eigentlich dankbarer sein. Schon die Tatsache, dass wir miteinander sprechen, ist Dank genug. Üblicherweise finden meine Unterhaltungen selten auf gleicher Augenhöhe statt. Und natürlich schreien meine Zuhörer für gewöhnlich, sobald ich das Folterfeld aktiviere. Toller Witz. Ich möchte euch etwas fragen. Ich bin gewillt, einige eurer Fragen zu ertragen. Zu ertragen. Ihr wolltet, dass ich die Republik rette. Wie ist das möglich? Es gibt verschiedene Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen. Die Stabilisierung Dentoin zum Beispiel. Die Sicherung der Wiederaufbaubemühungen auf Delos. Die Lösung des politischen Konflikts auf Onderon. Und die Schaffung einer einheitlichen religiösen Machtbasis in der Galaxis. Durch die Jedi oder die Sith. Könnt ihr denn gar nichts tun, um diesen Systemen und den Leuten dort zu helfen? Mit Informationen oder Ressourcen? Die Zerstörung meiner Yacht und die Zunichtemachung meiner Aktivitäten auf Nag Shaddaa haben Kosten verursacht, die ihr in diesem Leben gar nicht begleichen könntet. Aber vielleicht wird euch die Aussicht auf Credits zu schnellerem und entschiedenerem Handeln veranlassen. Diese Art der Gier ist mir nicht fremd. Ich werde euch für jedes stabilisierte System belohnen. Hallo, ja, das wäre natürlich geil. Wenn ihr die Credits habt, müsst ihr nichts weiter sagen. Enttäuscht mich nicht. Ja, das lässt uns hören, was zu tun ist. Oder eigentlich müssten wir ja schon mehrere Sachen bekommen. Wir haben ja schon Dentoin, genau, Dentoin haben wir ja schon stabilisiert. Das lässt uns hören, was zu tun ist, damit ich ein paar... Nee, dann lasst uns hören, was zu tun ist, damit ich ein paar Credits bekomme. Die Stabilisierung Dentoin zum Beispiel. Die Sicherung der Wiederaufbaubemühungen auf Delos. Die Lösung des politischen Konflikts auf Onderon. Und die Schaffung einer einheitlichen religiösen Machtbasis in der Galaxis. Durch die Jedi oder die Sith. Tja, was ist denn mit den Sanierungsbemühungen auf Telos? Hatten wir dir da nicht schon ein bisschen geholfen? Telos ist maßgeblich für die Stabilität der Republik. Die Entwicklungen dort bestimmen die wirtschaftlichen Aussichten vieler anderer Welten. Seit der Zerstörung der Peragus-Mine ist die erfolgreiche Umsetzung des Wiederaufbauprojekts auf Telos natürlich so gut wie unmöglich. Ja, es war nicht mein Fehler. Es war notwendig, den Planeten zu zerstören, um die Sith aufzuhalten. Ich hoffe, ihr beschließt nicht, dass ihr als nächstes die Galaxie selbst zerstören müsst, um die Sith aufzuhalten. Ab einem gewissen Punkt muss man sich fragen, ob die eigenen religiösen Ideale der Republik nicht mehr schaden als nützen. Haltet ihr eine Verteidigungsmaßnahme etwa für akzeptabel, nur weil sie nicht mehr als die Hälfte der Leute auslöscht, denen ihr helfen wollt? Ja, okay. Was ist denn mit der Situation auf Onderon? Onderon ist eine rohstoffreiche Welt im Outer Rim. Ihre aggressive Ökologie ist in der Lage, verwüstete Welten wieder zu beleben. Gegenwärtig ist Onderon politisch in zwei Gruppen gespalten. Zur Stabilisierung des Planeten muss sich eine davon durchsetzen. Ah, anscheinend müssen wir da unsere Talente spielen lassen. Unsere zwei Argumente. Was ist denn mit den Sanierungsbemühungen? Ach, das haben wir schon gefragt. Erzählt mir von Dentoin. Nee, der erzählt uns wieder irgendeinen Scheiß. Wir haben doch schon Dentoin gerettet. Ich habe die Situation auf Dentoin geregelt und hätte jetzt gerne meine Belohnung. Meine Belohnung, ja. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Die Stabilität, die ihr geschaffen habt, soll belohnt werden. Ich habe veranlasst, dass gewisse Kreise innerhalb der Republik einige Credits auf euer Konto überweisen. Ja, nice. Andere Fragen... Wo ist euer Hauptquartier? Na, das ließe ja tief blicken. Im Augenblick muss meine Anwesenheit ein Geheimnis bleiben. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Oh. Ihr dürft... Andere Fragen. Welche Fähigkeiten haben eure Droiden? Er wurde zu eurem Schutz abgestellt und ist ausgezeichnet für die verschiedensten Aufgaben geeignet. Er beherrscht Einschüchterungs- und Verhörtechniken und verfügt über eine Reihe von Fähigkeiten, die ihn zu einer effektiven Tötungsmaschine machen. Er wird eure Befehle weitgehend befolgen, solange sie nicht im Widerspruch zu meinen Anweisungen stehen. Ach so. Ha, und wenn sie es tun? Danach wird sein Protonenkern detonieren und dieses Schiff in interstellaren Staub verwandeln. Dieser Punkt ist nicht verhandelbar. Ich kann nicht zulassen, dass ihr meinen Plänen im Weg steht. Ah, okay. Ja, sehr überzeugend.
Wisst ihr etwas über die HK-Droiden, die hinter mir her sind? Die Killer-Droiden? Einige hat man auf mich angesetzt, andere habe ich engagiert. Warum jagen sie dann mich? Dich ist ja klar, aber... Naja, ich habe es ihnen aufgetragen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das immer ihre Absicht war, aber... Ihre Direktiven waren wohl für einige Zeit außer Kraft. Wisst ihr, woher sie kommen? Wenn ihr produziert meint. Nein, das nicht. Ich weiß, dass es in der Flotte der Republik überraschend viele gibt. Sie suchen nach euch. Es ist leicht vorherzusagen, was sie tun werden, nun da ihr gefunden seid. Scheiße, und ihr meint, dass sie mir folgen werden? Aber natürlich. Das sind Droiden mit sehr spezifischen Protokollen, die ihre Aktionen exakt reglementieren, solange sie nicht geändert werden. Sie werden euch verfolgen, bis ihr gefangen oder terminiert seid. Es sei denn, ihr schaltet sie ab. Warum fragt ihr nicht ihren Vorgänger? Dieser altertümliche, speicherbehinderte Killer-Droide weiß bestimmt mehr über seine Nachfolgemodelle als ich. Speicherbehindert soll ich dir eine geben, Alter. HK-47 ist der geilste überhaupt. Das ist die Urform von den... sind dreckigen Fakes. Was tun sie in der republikanischen Flotte? Sie tarnen sich als Protokolldruiden. Ich habe herausgefunden, dass sie bei Verhandlungen jede Art von Friedensverträgen nach einem prognostizierbaren Muster sabotieren. Warum weiß die Republik das nicht? Weil die Republik keinen Grund hatte, weitere Untersuchungen anzustellen. Und jeder Versuch, ihren wahren Zweck aufzudecken, wurde durch geschickt inszenierte Unfälle vereitelt. Warum habt ihr nichts dagegen, nichts getan, als ihr das erfahren habt? Weil ihr Verhalten vorhersagbar ist, natürlich. Indem ich ihre Bewegungen beobachte, weiß ich auch, auf welchen Welten Bürgerkriege, Konflikte oder Angriffe der Republik zu erwarten sind. Aha, okay, und das haben wir doch schon gefragt, oder? Werden sie mich aber weiterjagen? Natürlich. Das sind Droiden mit sehr... Ja, alles klar. Ich hatte andere Fragen. Auf der Yacht habt ihr Revan erwähnt, aber Revan wollte die Republik zerstören. Ein weit verbreiteter Irrtum, durch keinerlei Fakten gestützt. Revan hatte nicht die Absicht, die Republik zu vernichten. Er hinterließ auf vielen Planeten bewusst eine intakte Infrastruktur und viele militärische Produktionsanlagen. Aber warum? Revan hatte unendlich viele Truppen. Was immer er auch zum Aufbau seiner Armada benutzt haben mag. Ich nehme an, er wusste, dass es keine unerschöpfliche Quelle war. Oder er wollte sie nicht über Gebühr ausbeuten. Wenn ihr mich fragt, forderte die Benutzung jener unbekannten Produktionsanlage einen Preis, der den Zielen der SIS abträglich war. Und deshalb ließ Revan zahlreiche Militäranlagen der Republik unversehrt. Ja, das stimmt. Die Sternenschmiede konnte man ja nicht mit unendlich vieler dunkler Macht füllen oder speisen. Aber warum? Revan hätte nichts mehr erobern müssen, nachdem die Republik geschlagen war. Auch das nimmt meine Rechenzeit in Anspruch. Ich denke, Revan hat einen Krieg an einer weiteren Front erwartet, die wir nicht kennen. Oder er hatte den Wert einer starken Armee erkannt. Ja, ein Krieg, der... den er vorausgesehen hat, der... interessant. Ihr wisst sicher, worauf das anspielt. Wisst ihr, woher Revan seine Macht hatte? Das ist auch für mich ein Rätsel. Ich verfüge über keinerlei Daten, um eine Antwort zu errechnen. Es ist offensichtlich, dass die Truppenstärke nach Malaks Niederlage erheblich zurückging und die Produktion völlig eingestellt wurde, nachdem Revan das bekannte Universum verlassen hatte. Nach meinen Berechnungen benötigt alles, was eine solche Streitmacht erzeugen kann, einen starken Führer zur Stabilisierung. Ohne Revan und Malak gab es unter den Sith keine solche Persönlichkeit mehr. Was ist mit Malak? Anders als Revan nahm Malak bei seinen Angriffen keinerlei Rücksicht auf die Zukunft der Republik. Seine Strategie war auf grauenvolle Weise offensichtlich. Er wollte jede Form des Widerstands brechen, und zwar überall. Er überlegte nicht zweimal, bevor er alles, was sich ihm in den Weg stellte, restlos vernichtete. Er hat ein ziemliches Chaos hinterlassen. Ich bin noch immer damit beschäftigt, die Schäden festzustellen. Von diesen beiden hätte ich Revan als Herrscher der Galaxis vorgezogen. Er hat bei seinem Feldzug Voraussicht bewiesen. Etwas, das Malak überhaupt nicht besaß. Ja, Malak ist auch total beknackt. Alles klar, dann würde ich sagen, hauen wir mal hier ab. Und dunkle Seitepunkte bekommen? Wieso das denn?
Nur weil ich das Geld angenommen habe, oder was? Ich hoffe, das ist jetzt nicht so viel. Oh nein, schon ein Stückchen. Oh Gott. Ja, okay, ist gut. Ich weiß, es ist schlimm, dass ich hier Geld annehme oder so. Huh? So, ich würde sagen, wir gehen mal zur Galaxis-Karte und fliegen dann mal ganz kurz zur Citadel Station, um mal ganz kurz Bescheid zu geben, dass wir... Ich habe jetzt mal hier die ganzen Szenen übersprungen. Das nervt mich, dass ich die ganze Zeit hier die auch noch bearbeiten muss. Irgendwie höre ich unsere Schritte nicht. Das ist ziemlich komisch. Ja, wir müssen mal eben bei der TFS Station Bescheid geben, dass alles okay ist. Dass wir jetzt Fogger haben als neuen Lieferanten von Treibstoff. Und dann können wir auch gleich mal bei Goto seine Fähigkeiten verteilen. Ich mal behaupten. Ja. Oh ja, Goto. Oder wir schauen mal ganz kurz rein und dann verteile ich die dann zwischen den Folgen. Das ist dann nämlich ziemlich aufwendig. So, da haben wir noch gar nichts gesehen. Was hat er denn sonst so für Fähigkeiten? Ja, nein, nicht die Fähigkeiten. Ich meinte eigentlich Talente, genau. Talente meinte ich. So, bei Talenten bin ich ja immer aufmerksam. Okay, er scheint mit Double Lasern zu arbeiten. Empfohlen wird hier erhöhte Vorsicht. Was hat er denn hier? Charaktere mit diesem Talent haben einen +2-Bonus auf die Fähigkeit Sprengstoffeinsatz und Tarnung. Oh, der kann sich tarnen. Glaube ich. Das klingt ja sehr interessant. Ja, den Rest mache ich dann mal später. Dann auf zur TFS Station. Die müsste ja eigentlich, na, knapp um die Ecke sein. Aufmachen. Oh Gott. Ich hasse es aber, dass wir uns mit so einem beknackten Terminal hier Zugang verschaffen müssen zu den Türen. Ah, das war doch klar, oder? Ah. Kommen wir zurück aus der Citadel Station und schon warten wir auf uns. Nötige Bemerkung. Ziele erfasst. Lästiger Vortrag. Fahren wir damit fort, die Kommunikation zu erleichtern. Vortrag. Und terminieren wir alle feindlichen Subjekte. Ah, so eine Scheiße. Ich würde aber sagen, dass wir es mal anders machen. Ja. Ich werde die einfach mal jetzt hier durchbetteln. Ich höre. So schon keine Chance. Systeme werden jawohl. Abgeschaltet. Sag, wie das hier abgeht. Abgeschaltet, Meister. Da ich jetzt hier einfach mal noch mehr aufnehmen wollte am Abend. Und ich habe natürlich morgen auch wieder zur ersten Stunde meine ich. Würde ich sagen, beende ich hier den Part und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei der TFS Station wieder, wo wir dann mit dem obersten Typ da reden, der uns auch damals gefangen genommen hat. Und dem werden wir dann mal das mit Fogger erzählen und dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf eine andere Runde. Wenn euch der Part gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Part. Ja, bis dann, ciao.